Hier mal ganz kurz, warum du dir einen Großteil der sogenannten Testosteron- oder Libido-steigernden Supplemente sparen kannst, wenn nicht gewisse Umstände gegeben sind. Also erstmal, jedes Produkt, von dem behauptet wird, den Testosteronspiegel bleibend zu erhöhen, ohne dass dabei dein unter Umständen schadhafter Lebenswandel geändert wird, gehört zu der Gruppe der überbewerteten Nahrungsergänzungsmittel. Ja, die Leute springen halt leider viel zu schnell auf den Hype-Zug auf. Ein gutes Beispiel war und ist ja die absurde These, dass NoFap eine kausale Wirkung auf bleibend hohe Testo-Werte habe. Die eigentliche Frage lautet bei dem Thema hier, wie hoch ist der Anstieg und über welchen Zeitraum hinweg wird er erreicht? Beziehungsweise hat dein Körper tatsächlich einen Mangel an dem Supplement, was mit dem Hormonspiegel in Verbindung gebracht wird? Wenn der Anstieg einen bestimmten Schwellenwert nämlich nicht erreicht, wird er sich auch nicht auf deinen Hormonspiegel oder zum Beispiel dein muskuläres Wachstumsvermögen auswirken. Und selbst wenn der Anstieg erstmal signifikant ist, muss er über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, um überhaupt etwas Sinnvolles zu bewirken. Drei Mittel, die ja immer wieder gerne für Testosteron bzw. Libido empfohlen werden, sind bekanntlich Zink, Magnesium und Vitamin D. Versteh mich nicht falsch, ich empfehle diese Stoffe unter bestimmten Bedingungen auch, aber eben nur, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Zink und Magnesium werden ja besonders häufig als Testosteronbooster empfohlen. Das Problem ist, dass sofern du keinen Mangel hast, der Überschuss an diesen Mineralien während körperlicher Anstrengung, zum Beispiel durch Schweiß, wieder verloren geht, also er wird verstoffwechselt. Und ja, wenn du tatsächlich einen Mangel hast, kann die Supplementierung mit Zink oder Magnesium die Testosteronwerte erhöhen, aber eben nur zurück auf den normalen Ausgangswert. Zusätzliches Zink oder Magnesium aber wird den Testosteronspiegel nicht über den normalen Wert hinaus erhöhen. Nicht permanent jedenfalls. Ganz ähnlich ist es auch mit Vitamin D. Dieses wurde als Testosteronbooster gehandelt, nachdem in einer einzigen Studie festgestellt wurde, dass übergewichtige Männer, die Vitamin D einnahmen, einen temporären Anstieg des Testosteronspiegels verzeichneten. Diese Studie wurde jedoch nie repliziert. Und auch hier kann man konstatieren, eine Vitamin D-Ergänzung kann den Testosteronspiegel erhöhen, aber die Realität sieht wahrscheinlich ähnlich aus wie bei Zink und Magnesium. Bei einem Mangel sinkt der Testosteronspiegel unter den Ausgangswert und eine Nahrungsergänzung führt nur dazu, dass der Ausgangswert wieder erreicht wird. Ein Wort noch abschließend zur Maca-Wurzel, die ist sehr interessant. Diese Pflanze ist ein nicht hormonelles Mittel, das primär zur Steigerung der Libido vermarktet wird. Es enthält also keinerlei Hormon, sondern es regt den Körper unter Umständen an, Hormone zu regulieren. In mehreren Studien konnte nicht nachgewiesen werden, dass Maca den Serum-Testosteronspiegel, also das freie Testosteron, erhöht. Aber die energetisierende Wirkung auf deinen Lendenbereich sozusagen, die deutet jedoch darauf hin, dass es eine positive Wirkung auf das endokrine System gibt. Hier habe ich ja schon mal auf die Pillen von Heldenkraft verwiesen und die kann ich dir schon als eine Art natürliches Viagra in Anführungszeichen empfehlen, wenn du nämlich deine Lust steigern willst. Die Rückmeldungen, die ich persönlich von Nutzern bekomme, die sind beachtlich, auch wenn die Wirkung erst nach ein paar Wochen eintritt. Kannst es ja selbst mal testen, wenn du magst, ich packe dir einen Link unten in die Beschreibung. Ansonsten aber gilt wie angedeutet, freies Testosteron nachhaltig steigern mit Supplementen eher nicht. Bringe stattdessen deinen Lebenswandel in Ordnung, denn dieser ist gerade hier in der westlichen Zivilisation dem männlichen Hormonhaushalt nicht besonders förderlich. Ich mache in Kürze nochmal ein etwas längeres Video zum Thema. Danke fürs Zusehen, ciao, ciao.